Hallo liebe Modellbau-Kollegen, ich fange heute mal an, so eine kleine Sache mit den Ätzteilen zu zeigen, die doch die Verbesserung bringen an dem Bausatz. Und dazu werde ich, wie hier gezeigt, bei den Fußpedalen die Plastikschlaufen abtrennen und die dann durch Ätzteile ersetzen. Gleichzeitig kommt auch noch Riffelblech dazu. Und ich habe schon mal vom Fußpedal die Plastikteile abgemacht. Hier sind schon mal die Ätzteile für die Schlaufen. Und hier sind die Riffelbleche, wie man sehen kann. So, arbeiten tue ich. Ich habe meine eigene Hausmarke bei dem Sekundenkleber. Das ist der hier. Der ist schnell trocknend. Und ich habe schon etwas hier. Ich nehme nicht nur Bierdeckel zum Mischen von Farbe, auch vom Sekundenklebern, weil der Sekundenkleber hier noch etwas länger hält. Und als Applikator habe ich mir aus einem kleinen Rundstab oder besser gesagt auch Fleisch, Holzfleischspieß und einer ganz normalen Nähnadel sozusagen einen Applikator gebaut, mit dem ich dann wunderbar die Kleber verteilen kann auf den feinen Stellen. Und jetzt werden wir mal anfangen, wie vorgegeben, die Laschen zu biegen. Und wenn man ganz ruhig ist, dann ist es auch was für fortgeschrittene Modellbauer, die noch nicht mit Ätzteilen zu tun haben. Jetzt habe ich das schon so fast, wie ich es haben möchte mit der Schlaufe, und ich passe es langsam an. Nehme ich aber nicht den Applikator, ich mache gleich taucht die Enden der Schlauche etwas in Kleber ein und dann ganz vorsichtig drückt ihn noch ein bisschen hier rein. So. Jetzt kann man noch ganz vorsichtig mit der Pinzette die Schlaufen noch so weit ran drücken. Und dann bekommt man schöne Handschlaufen. Wie gesagt, besser gesagt als Fußschlaufen. So, und wie man sehen kann, so, und jetzt müssen wir noch mit dem Riffelblech arbeiten. Ich lege mal kurz die jetzt außer Hand und nehme mir mal das Riffelblech vor. So, und versuche es schon mal anzupassen, wie es raufkommt. Genau, so kommt er ran. So muss er dann sein. Wichtig ist immer, dass man auch achtet auf der Zeichnung dann selber, wie das Riffelblech dann da reinkommt. Gut. Jetzt muss ich das Teil nur noch in Form bringen. Und dazu habe ich vom Burkhard Masch mir damals einen Radienbieger geholt, den ich auch beim Schiffsmodellbau nehme, um Radien für die Reling zu bauen.
Da bringe ich schon ein bisschen Form rein. Eine runde, abgerundete Form. So. Erledigt. Da haben wir sie. So. Und dann uns in Ruhe nochmal. Der braucht noch ein bisschen Biegung. Und da kriegt man schön hin und her fein. Der sehr feinen Spitze der Pinzette kriegt man schon die Rundung schon so weit hin. Das ist ein bisschen Fummelei, aber die lohnt sich nachher. Das bekommt man dann auch selber dann zu sehen. So. So. So, und damit ist denn jetzt das erste Teil Fußraste, Fuß, also Riffelblech und die Schlaufe montiert, wie man sehen kann. Mit ein bisschen Ruhe, ruhiger Hand, klappt es schon und auch ohne Zigarettenrauchen. So, bis dann, weiter geht's dann nachher mit Fotos. Ich wünsche noch was.